Wieder drei? Was? Wieder drei? Nein! Okay. Mein Auto wurde einfach... Hallo? Komm mal raus, du Junge! Junge, das ist mein Auto! Was geht? Katja hier bei Spendmaps und Games. Und Leute, ich bin heute in Brookhaven. Und zwar, also, wenn ihr noch unsere Shots noch nicht gesehen habt, ich liebe es tatsächlich, mit Glücksrad ein bisschen rumzuspielen. Vor allem in Brookhaven. Und zwar, wenn Brookhaven zum Beispiel ein Outfit entscheidet. Und das habe ich auch mit Claudio gemacht in einem Video, könnt ihr auch vorbeischauen. Oder, also Glücksrad auch meine Schicksal bestimmen. Kann ich reden? Ja, ich kann reden. Sorry. Also, heute ist es das Ding. Heute entscheidet Glücksrad mein Schicksal in Brookhaven. Ich bin in Brookhaven, ja. Und ich bin tatsächlich auf dem Server mit verschiedenen anderen Leuten. Also, ich bin nicht alleine. Und ich würde mal sagen, oh mein Gott, wir starten bestimmt mit... Boah, ich weiß nicht, womit sollen wir starten? Also mein Schicksal, das kann ja eigentlich alles Mögliche heißen. Es kann ein Auto, es kann ein Haus sein, es kann, wie ich aussehen sein, es kann, weiß ich nicht, es kann alles sein, was ich zum Beispiel jetzt anziehe. Ich meine, dadurch... Leute, ich glaube, das Erste, was ich wirklich aber brauche, ist bestimmt irgendwie so ein Outfit, oder? Was meint ihr? Ich glaube schon, das ist eine gute Sache. Und deswegen dafür habe ich mein Lieblings-Glücksrad. Ich werde jetzt bis zu vielleicht 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich würde bis zu 20 Outfits mir aussuchen, weil mir ist da... Ich hab da mehr Angst vor. Sagen wir mal so, nicht wirklich Angst, sondern halt, ich kann nicht zählen. Und das habt ihr, glaube ich, beim letzten Video gesehen, wo ich mit Claudia was gezählt habe. Ich würde mal sagen, meine Haare. Wie sehen meine Haare aus? Welche Haare werde ich denn kriegen? Also natürlich kriege ich jetzt... Mal gucken, vielleicht sind das nicht gut. Drei. Ehrlich gesagt, die ersten Haare, ich glaube, die sind nicht alle gut. Überhaupt nicht. Oh doch, okay. Mua, Chef's Kiss. Ich habe es. Es sieht gut aus. Schön schwarze Haare. Nice. Oh mein Gott. Doch, das sieht richtig gut aus. Ich bin gerade richtig, richtig geflasht. Okay. Oberteil. Das ist gerade richtig laut. Das war gerade richtig laut. Wieder drei? Was? Wieder drei? Okay. Die drei. Oh mein Gott, bin ich ein Emo-Girl oder was jetzt? Oh mein Gott, ich bin ein E-Girl! Ich bin ein E-Girl! Okay, okay, okay. Das klingt aber, das sieht gerade jetzt noch gut aus. Hose. Also wenn es doch die Hose gut sein wird, dann... Oh mein Gott. Habe ich die Challenge gewonnen? Bitte. Die 9. Okay, das heißt, ich muss jetzt zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weiß. Hm? Oh, das sieht komisch aus. Das sieht sehr, sehr, sehr komisch aus. Okay, wie könnte ich damit retten? Ich könnte es eigentlich hiermit, glaube ich, retten. Gibt es hier so irgendwie so einen Rock oder so, was ich anziehen kann? Oder ist es eher da? Oder ist es eher hier? Ich glaube, hier eher. Deswegen würde ich hier die Accessoires mal auswählen, damit ich vielleicht das retten kann. Vielleicht mit einem Rock oder so, weil... Warum sind meine Beine einfach komplett weiß? Was ist das überhaupt? Was ist das? Die 19. Okay. Juhu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Ich glaube, ich bin ein Hase. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, das hat jetzt wirklich komplett irgendwie ganz wild einen anderen Turn gemacht. Upsi, vielleicht ein Rucksack? Irgendwas, um da dahinter anzuziehen. Es könnte vielleicht was Gutes sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es gar nicht. Es könnte was Gutes sein. Aber es ist wieder dieses... es ist die 16. Das heißt wieder, ich muss zählen. Ich kann nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ein schlichter, schwarzer Rucksack, was mein Puschel... Okay, das sieht nicht so unbedingt gut aus. Aber ich habe jetzt theoretisch ja meine ganzen Sachen von Roblox. Die werde ich tatsächlich jetzt wegtun, weil ich meine... brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Hut und eine Mütze. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Eine Mütze? 3.
Wieder 3. Ich möchte nicht darüber reden. Wisst ihr, worüber ich reden möchte? Ich möchte ein Gesicht haben. Das habe ich komplett vergessen. Wie wird mein Gesicht aussehen? Wird ich komplett komisch sein? Oder werde ich doch in Ordnung sein? Oder? Also ich bin eh schon komplett komisch. Die 19. Nein! Okay. Okay, dann sehe ich halt so aus. Also ich meine, hier in Roblox bin ich halt so. Ich bin halt einfach nur ein Weirdo. Ich bin halt einfach ein bisschen komisch. Das ist okay, das ist in Ordnung. Roblox ist halt so. Leute, aber was wird mein Auto sein? Ich brauche mein Auto. Ich brauche mein Auto, damit ich zu meinem Haus fahren kann. Ich weiß noch nicht, was mein Haus sein wird, aber das werde ich auf jeden Fall auch raussuchen. Mein Haus werde ich auf jeden Fall raussuchen. Mein Auto ist die Nummer 15. Okay. 13, 14, 15. Jo, okay. Das ist jetzt aber eine Premium-Karre. Oh mein Gott. Okay, das ist richtig gut. Welche Nummer von dem Haus soll ich eigentlich haben? Das ist auch eine gute Frage. Also, und wenn dieses Haus besetzt ist, dann nehme ich einfach nur das Haus nebenan. Also, ich meine, ich muss ja irgendwo fahren. Ich muss ja ungefähr wissen, wohin. Die Nummer 7. Also, ich brauche ein Haus Nummer 7. Was ist jetzt das Haus Nummer 7? Hm? Es ist eine Wohnung. Okay. Wo sind denn die Apartments? Warte mal. Dann gehe ich mal zu der Wohnung. Hier. Dann habe ich mir mein... Es ist ein Penthouse-Apartment. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Was sieht man bei Penthouse Haus? Es sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es sind nur 7 davon. Also deswegen muss ich das, glaube ich, hier mal ein bisschen umändern. Nummer 5. Die Nummer 5. Ich kriege Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind 6. Warum habe ich 7 gemacht? Ist egal, ich habe immer eh die Nummer 5 bekommen. Aber das ist wirklich aber noch Penthouse. Oh mein Gott. Also mit diesem Outfit, ich weiß auch nicht, was ich da kriegen soll. Also mit diesem Outfit, also ich... Ach so, das ist dieses Haus. Ah, bin ich ein Hacker hier oder was? Was ist das? Das ist ein Dancefloor. Das wird mein PC sein. Ja, okay. Richtig futuristic. Richtig, oh, ja, stimmt. Das war dieser okay. Also, dieser Apartment ist für mich jetzt relativ komisch. Aber ist okay. Also, ich meine, es ist fein. Es ist ganz nice. Ich kann da hier nach oben kommen. Jetzt habe ich einfach nur so ein richtig futuristic Apartment da. Boah, gehört das auch mir? Gehört das auch mir? Oh mein Gott, gehört das mir? Ja, es gehört mir. Ich habe noch einen Pool. Okay, doch. Das ist mega, mega nice, Leute. Ich habe einfach einen Pool. Ich habe eine coole Karre. Also richtig heftig. Sieht das aus? Und ich springe immer nur weg. Okay, das war mein Haus. Ganz, ganz nice. Leute, eine weitere Frage. Mein Auto wurde einfach... Hallo, komm mal raus, du Junge. Junge, das ist mein Auto. Mein Auto wurde geklaut. Okay, also ich sitze da eh schon eigentlich drin und so. Das ist jetzt mein Chauffeur. Also, okay, das ist jetzt einfach nur noch eine Person, die gerne mich irgendwo hinbringt. Also, das finde ich auch eine gute Sache. Wo bringst du mich hin? Zu dir nach Hause? Oder fahren wir? Oh, okay. Aber das gehört doch nicht dir. Und was soll ich hier machen? Hallo? Einfach meine Karre. Einfach mein Auto wurde einfach geklaut. Ah! Oh nein, wir haben einen Autounfall! Kannst du bitte aus meinem Auto raussteigen, bitte? Was passiert hier? Warum wurde ich... Ist einfach nur mein Auto... Hä? Jetzt bin ich einfach nur hier die ganze Zeit mit diesem Typen unterwegs und weiß nicht mal, was ich machen soll. Ja, alles klar. Okay, dann scheiße. Dann ist es auch, das ist auch geil. Dann nimm einfach nur mein Auto. Natürlich ist es schade, aber... Nimm einfach mein Auto. Oder, oh mein Gott, wolltest du mich gerade zum... Wolltest du mir gerade einen Kaffee... Du bist so klein? Das ist mein Auto. So, okay, das ist jetzt mein Auto. Warum bist du wieder eingestiegen? Steig raus. Steig aus. Nein! Nicht wegfahren. Aussteigen. Ich muss dich melden bei der Polizei. Was ist das? Ich muss... Und hier ist auch keiner. Ich kann nicht mal jemanden melden. Oh mein Gott. Ich kann den melden, aber... Das ist weggefahren. Einfach mit meiner Karre weggefahren. Ich brauche unbedingt ein Eis. Ich brauche einfach ein Eis. Warum ist es dunkel hier? Wer hat Licht ausgemacht? Ich brauche einfach nur ein Eis. Welches? 1, 2, 3, 4, 5. Einfach ausgeraubt. Ich weiß nicht, wurde mein Haus auch schon ausgeraubt? 3. Welches ist das denn? Bye,
Birthday Cake. Okay, ja. Also ich habe auch ein Birthday und so. Das klingt jetzt einfach nur am besten. Also das ist jetzt einfach nur am besten. So, einfach mit Auto geklaut. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo der ist. Und bei der Polizei gibt es auch niemanden. Was ist das denn überhaupt? Was passiert da überhaupt? Der Tresorraum wird geschlossen. Warte mal, ist es bei mir? Was passiert? Der Banktresor. Ach so, okay. Aber es ist doch nicht bei mir, ne? Oder ist jemand bei mir zu Hause? Ich hoffe, da hier ist niemand. Ich hoffe doch. Oder ist vielleicht jemand irgendwie so auf dem Pool? Weil ich hab meine Zuhause auch nicht abgeschlossen, ne? Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Mein Zuhause ist auch wirklich... Okay, warte mal. Wenn hier noch jemand ist, ne? Dann raste ich wirklich aus. Ne, okay, da ist keiner. Hier ist keiner, okay. Der hat einfach nur mein Auto geklaut. Das ist okay, das ist verständlich. Das ist okay. Das ist okay. Tja, Leute. Also, ich frage mich tatsächlich, ob ich noch irgendwas kriegen kann. Warte mal. Ich habe jetzt mein Eis und zu der guter letzten Abkühlung, was kriege ich denn hier? Also sagen wir mal so, kriege ich noch einen Laptop dazu oder so? Oder vielleicht ein Baby oder so? Mein Gott, das muss ich auf jeden Fall auch nochmal abmachen. Weil ich meine, ein Haus habe ich, ein Auto habe ich. Ein Auto, was ich nicht mal jetzt mittlerweile habe. Das ist so, der ist einfach nur geklaut. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ein Auto habe ich. Ich habe ein Gesicht, ich habe meinen ganzen Outfit, das passt auf jeden Fall alles, aber was kriege ich noch für ein Item in meiner Hand? Das muss ich auf jeden Fall, oha, ist mir so eine Rakete erstmal gebaut, das muss ich erstmal kriegen. Ich würde tatsächlich hier schreiben, auch wieder die 20 tatsächlich, weil, muss man halt haben. 20, let's go. Was kriege ich noch dazu? Als, sagen wir mal so, als ein Geschenk. Die Nummer 12. Was ist das? Ich schreibe auf. Die, weiß ich nicht, die Nummer von der Person, die mein Auto geklaut hat. Ja, ich konnte die nicht mehr anzeigen. Aber ich versuche es jetzt einfach noch viel zu machen. Ja, Leute, ich hoffe mal, dass ich diese Person irgendwann mal noch shoppen werde. Warte mal. Ist diese Person überhaupt hier? Ich kann nicht mehr sehen. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Und ich weiß nicht mehr, wo der ist und so. Aber okay, ich glaube vielleicht... Okay, ich weiß, dass ich gerade noch ein anderes Auto geklaut habe. Vielleicht kann ich den noch finden. Und ich kann ihn auf jeden Fall anzeigen. Vielleicht wird er mich auch anzeigen, weil ich gerade jetzt auch ein Auto von jemand anderem geklaut habe. Aber es ist alles komplett egal. Weil, Leute, ich würde mal sagen... Dieser wunderschöne Tag in Brookhaven, wo Glücksrad einfach nur mein Leben bestimmt hat und mein Auto und einfach nur, dass mein Auto bestimmt. Und wie ich gerade auch sehe, ist es auch komplett wild geworden. Aber Leute, schreibt gerne in die Kommentare, ob ich noch so ein Video machen soll. Wenn ja, dann, wie gesagt, Kommentare daran lassen und gerne auch vielleicht einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!